Zaubertricks gelüftet. Zeit für noch mehr WikiLeaks-Magie. Die 9 großartigsten Zaubertricks wurden endlich gelüftet. Weißt du, die Zahl der Zauberer auf der Welt ist so gering. Nur eine von 25.000 Personen beherrscht Zaubertricks. Und schon bald wirst du dazu zählen, da wir dir die Geheimnisse hinter den genialsten Zaubertricks verraten werden. Mach's dir also bequem und pass gut auf. Doch bevor wir loslegen, vergiss nicht, unseren Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigung einzuschalten, damit du immer der Erste bist, der unsere neuen Videos sieht. Und los geht's mit der Zahl Nummer 9. Darcy Oaks Taubentrick. In der 8. Staffel von Britain's Got Talent begeisterte und schockierte der kanadische Illusionist Darcy Oak das Publikum mit seinen außergewöhnlichen Zaubertricks mit Tauben. Bei einem Trick lässt er aus einer verbrannten Feder eine Taube entstehen. Aber wie hat er das geschafft? Ganz einfach. Die Feder, die Darcy dem Publikum zeigte, bevor er sie verbrannte, war eigentlich ein spezielles Papier, nämlich Pyropapier. Dies wird von Magiern besonders häufig dazu verwendet, schnelle Feuereffekte zu erzeugen, um riskante Täuschungen vor dem Publikum zu verbergen. Und genau das hat Darcy gemacht. Mit Hilfe des Feuers ließ er schnell die Taube aus dem Versteck in seinem Ärmel frei. Und das ist das Geheimnis hinter dieser magischen Vorstellung. 8. Die aufsteigende Karte. Imagination. Der folgende Trick ist sowohl bei Profizauberern als auch bei blutigen Anfängern beliebt. Außerdem ist er einer von den einfachsten. Wir sprechen vom Kartentrick, bei dem ein Illusionist einen Zuschauer auffordert, zufällig eine Karte vom Stapel auszuwählen und wieder zurückzulegen. Dann vollzieht der Magier ein paar geheimnisvolle Bewegungen und schon ragt die Karte des Zuschauers aus dem Stapel hervor. Was ist also der Trick bei dieser Täuschung? Eigentlich ist es ziemlich einfach. Wenn der Zauberer die Karte zurück in den Stapel gibt, steckt er sie vor eine Karte mit einem bestimmten Mechanismus, einem kleinen Polster hinein, das an der Karte klebt und sie nach oben schiebt. Deshalb sieht es so aus, als würde die Karte aus dem Stapel hervorkommen. Du musst also nur ein bisschen üben, um deine Freunde damit zu überraschen. 7. Eine Dose auf einer Karte. Wir haben noch einen Kartentrick für dich. Dabei geht es aber nicht mehr darum, eine Karte auszuwählen. Hast du schon mal gesehen, wie ein Illusionist eine Dose auf eine Karte gestellt hat? Klingt eigentlich unmöglich, oder? Ganz und gar nicht. Tatsächlich kann es jeder Anfänger im Handumdrehen durchschauen. Wenn du es etwas genauer und aus einer anderen Perspektive betrachtest, wirst du sehen, dass die Karte, die der Magier verwendet, die Form eines Tees hat. Mach eine magische Karte ganz einfach selbst zu Hause, indem du 2 normale Karten so zusammenklebst, dass sie einen Tee bilden. Dein Publikum, das dein kleines Geheimnis nicht weiß, wird sicher beeindruckt sein. 6. Ein Handy in einer Flasche. Der bekannte Straßenzaubertrick geht folgendermaßen. Ein Zauberer hält eine Plastikflasche oder einen anderen Behälter in der Hand. Er zeigt allen, dass es eine gewöhnliche Flasche ist und gibt sie einer anderen Person, die es bestätigen soll. Dann bittet der Magier darum, dass ihm jemand ein Handy gibt. Abracadabra und schwupps ist das Handy auf zauberhafte Art und Weise nun im Innern der Flasche. Wie funktioniert sowas? Es gibt ein paar Möglichkeiten, diesen Trick durchzuführen. Wir erklären euch die gängigste, bei der es vor allem auf die Ausrüstung ankommt. Der Magier trägt einen speziellen Fingerling mit einer kleinen, aber scharfen Klinge. Nachdem er dem Publikum gezeigt hat, dass die Flasche ganz ist, schneidet er heimlich einen Schlitz hinein, der groß genug ist, um ein Handy durchzustecken. Einen ganz besonderen Zauber braucht es also nicht wirklich. Nur eine Sache der Fingerfertigkeit. 5. Die Verdrehung des iPhones. Der berühmte Magier Dynamo schockierte sein Publikum mit dem berüchtigten iPhone-Verdrehungstrick. Er nahm ein iPhone von einem seiner Zuschauer und verdrehte es auf magische Weise in der Mitte, wobei zur einen Hälfte das Display und zur anderen die Rückseite sichtbar war. Der Besitzer des Smartphones war sicher extrem erleichtert, als er es wieder im Normalzustand zurückbekam. Aber jetzt mal im Ernst, wie geht denn sowas? Eigentlich ist wieder nicht viel dahinter. Der Zauberer bereitete im Vorfeld eine Kopie der halben Rückseite eines iPhones an und legte sie während der Vorstellung schnell vor das Display. Zuerst zeigt Dynamo dem Publikum die Rückseite des iPhones. Dann bedeckt er das Handy mit beiden Händen, dreht es komplett um, sodass das Display sowie die Hülle einer halben iPhone-Rückseite zu sehen ist. Sieht man es nur von vorne, erscheint es, als hätte er das iPhone verdreht. Jedoch ist kein Gerät an diesem Tag zerstört worden. Und das war's auch schon.
Ein Trick, der deine Zuschauer erstaunt und zugleich nervös machen wird. Viertens, Jamie Ravens Zitronentrick. Jamie Raven, ein anderer talentierter Zauberer von der Britain's Got Talent Show, erhielt bei seinem letzten Zaubertrick eine Notiz vom Jurymitglied Alicia. Anschließend zauberte er diesen Zettel aus einer Zitrone, die seit Beginn der Show ganz geblieben ist. Das ist aber wirklich spannend. Hättest du eine Ahnung, wie er das gemacht hat? Auch bei diesem Trick muss man schrittweise vorgehen. Als Alicia den Zettel signierte, faltete ihn Jamie und zeigte ihn dem Publikum. Während er die Notiz faltete, hielt er ein Papierstück in der geschlossenen Hand, die er sofort austauschte. Mit der Notiz in seiner Hand griff er in den Beutel, stopfte die Zitrone, nahm sie heraus und zeigte dem Publikum nur eine Seite. Sobald Alicia die Notiz herausgenommen hatte, schloss er die Zitrone ganz schnell wieder und legte sie weg, weil sich auf der Unterseite ein Loch befand, in das er die Notiz hineinschob. Auf YouTube kannst du die faszinierende Performance nachsehen. Auch wenn es bei ihm mühelos aussieht, braucht dieser Trick jede Menge Übung. Doch die erstaunten Blicke sind es allemal wert. Drittens, in einer Sekunde wird Wasser zu Eis. Tricks mit Wasser sind ebenfalls sehr verbreitet unter Zauberern. Zum Beispiel der eine, bei dem ein Illusionist eine Flüssigkeit in eine Tasse schüttet und diese im nächsten Augenblick zu Eis gefroren ist. Wie du dir vielleicht schon gedacht hast, ist die Tasse selbst der Schlüssel. Denn darin ist bereits ein Stück Eis zusammen mit einem Schwamm, der dieselbe Farbe wie die Tasse hat. Der Schwamm ist am Boden der Tasse befestigt und absorbiert das Wasser, das eingefüllt wird. Wenn der Zauberer die Tasse dann auf den Kopf stellt, fällt das Eis in seine Hand, während das Wasser im Schwamm bleibt. Das richtige Equipment, Fingerfertigkeit, etwas Übung und dieser Trick wird bei deiner Zaubervorstellung ein echter Hit werden. Zweitens, durch die Wand gehen. Die Bühne wird von zahlreichen Lichtern erhellt und das Einzige, das sich auf der Bühne befindet, ist eine Wand, die realistisch aussieht und sich auch so anfühlt. Der Zauberer nähert sich von einer Seite der Wand, während ihn der Assistent mit speziellen Bildschirmen auf Rädern versteckt. Nach wenigen Sekunden taucht der Magier auf der anderen Seite der Wand wieder auf. Darauf folgt ein gewaltiger Applaus und die Zuschauer sind außer sich. Auch wenn das nach Hogwarts-Zauberei klingt, ist die Vorstellung relativ leicht machbar. Unter der Wand verläuft ein spezieller Tunnel in der Form eines Vs. Deshalb können die Zuschauer, die Wand begutachten und nachsehen, wie dick sie ist, nichts entdecken. Die Wand ist völlig in Ordnung, nur der Boden ist es nicht. Der Illusionist benötigt nur einen Bruchteil einer Sekunde, um durch den kleinen Tunnel unter der Wand durchzugehen, um auf der anderen Seite wieder aufzutauchen. Das war schon der ganze Trick. Dem Publikum hatte es jedoch die Sprache verschlagen. Erstens, David Copperfields Todessäge. Wenn wir an einen Zauberer denken, kommt den meisten von uns als erstes der Name David Copperfield in den Sinn. Und das ist kein Wunder, denn er ist der berühmteste klassische Zauberer aller Zeiten. Viele ehrgeizige Zauberer haben ihn als inspirierendes Vorbild. Höchste Zeit, dass wir das Geheimnis hinter einem seiner beliebtesten Tricks lüften, oder? Und ja, es ist dieser berühmte Trick, bei dem sich der Magier mit einer riesigen Säge in zwei Hälften teilt. Boah, klingt brutal, oder? Um diese Vorstellung zu zeigen, ließ sich Copperfield von einem Assistenten helfen. Zusammen wurden sie zu einer einzigen Person. Das Geheimnis dieses Tricks liegt unter dem Tisch und dem dünnen Spalt zwischen den Tischen, die Säge einfach durchtrennen kann. Copperfields Beine waren im Tisch zusammengefaltet und der Oberkörper des Assistenten war unter dem Tisch versteckt. Sie waren also beide völlig unbeschadet, doch das Publikum traute seinen Augen nicht. Einfach legendär. Wie du sehen konntest, ist Magie viel einfacher als man denkt. Mit ausreichender Vorbereitung kann jeder zaubern. Welchen dieser Tricks würdest du gerne durchführen? Erzähl's uns unten in den Kommentaren. Das Video hat dir gefallen? Dann zeig's uns und gib uns einen Daumen nach oben. Vergiss nicht, das Video mit deinen Freunden zu teilen und klick auf Abonnieren, um mit uns auf der Sonnenseite des Lebens zu bleiben. Wir sehen uns.